Hast du mich gerade angeschossen? Nee. Denn du bist Traitor. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Attacking Beat. Heute immer noch mit dabei der Dendur und der Teslo HD. Moin. Moin, Leute. Und wir sind immer noch dabei, unsere Basis auszubauen, beziehungsweise erstmal zu bauen. Genau. Erstmal zu bauen und dann auszubauen. Beziehungsweise ja. Benny ist jetzt am Waffen erkunden, was auch immer. Da muss man nichts großartig erkunden, man braucht halt nur relativ viele Rohstoffe dafür. Heißt halt, ich guck jetzt, mal nach hier Thermal Expansion. Wie weit sollen wir eigentlich in diesen Raum reingehen? Ups. Nein, das war jetzt zu viel. Okay, also wir könnten uns schon mal einen Pulverizer machen. Soll ich so anfangen, so ein klein bisschen Technik zu machen schon mal? Mach das. Aber mach dann ja. Am besten dafür einen neuen Raum. Den mache ich dann gleich. Das hier wird dann unser riesiger Dingensraum. Gibt's hier eigentlich Marmor oder irgendwie sowas? Ups. Glaub schon. Das wäre ja mal ganz interessant, weil irgendwie nur so Stone oder Holz. Ich glaub schon, dass. Geil, wir haben so einen Essence Orberry Busch. Und der bringt? Wenn der gewachsen ist, dann gibt er in einem gewissen Abständen eben so Bären aus, die dir XP geben. Und das ist relativ praktisch, weil die sich erweitern. Dann hat man irgendwann so eine Reihe nur hier mit diesen Essence. Oh, geil ist das. Wenn du die dann isst, dann erhältst du so und so viele Level. Das ist relativ praktisch. Geil, das ist nice. Denn du, wir machen nur bis hierhin noch weiter und dann ist vorbei. Okay. Also bis hierhin oder? Da hier in der Essenskiste sind schon drei von diesen Concentrated Essence Berries. Nice. Die kann man auch wirklich essen. Ja, die kann man essen. Die kannst du nur essen. Man überlebt das. Ja, nee, es gibt ein paar Beeren, die kann man halt nicht. Wo ist denn die? Wo sind die? Unten in der Essenskiste. Hast du die schon? Ups. Wo sind die? Ach da. Soll ich die mal? Ich esse mal da. Eine von zwei. Zwei. Ne, eine. Die bringen nicht unbedingt so viel XP, aber sie bringen halt schon ein bisschen was. Und das okay. Ah ja, das ist nice. Aber diese Skulls kann ich doch eigentlich abbauen, oder? Ja, die kannst du einfach abbauen mit der Spitzhacke oder was weiß ich. Ich glaube, die kannst du sogar so mit der Hand abbauen. Isle of Ashes. Da rein. Hier, Schwert mache ich mal da rein. Solo. Ich habe die Tür nicht benutzt. Da rein. So, und ich gehe nochmal eine Ladung hier. Kisten holen, fangen dann schon mal an, oben das Haus so ein bisschen. Sollen wir das abbauen oder sollen wir das so mit leeren Kisten oder mit. Mehr oder weniger leergeräumt und zersprengt da stehen lassen. Ich würde sagen, wir machen das unauffällig. Wir machen das nochmal so, als würde es aussehen, als wäre da nie was gewesen. Ja. Damit auch niemand Verdacht schöpft. Oh. Ich hoffe, die kann man so abbauen. Bitte. Gott sei Dank. Den könnte man vielleicht auch noch abbauen. Dass wir am besten mal alles hier entfernen, was irgendwie nach Menschen aussieht. Also, ja. Ja, nennen wir es Menschen. Freundlich von dir, sehr freundlich. Also, ich möchte ja schon nicht mehr bitten. Aber das, was hier teilweise vorfällt, das ist schon sehr unverschämt. Unverschämt, unglaublich. Ich glaube hier, ja. Oh nein! Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen den. Och nö. Diesen riesigen Baum abbauen. Die Traumfänger gibt's hier. Keine Rockstars, bloß nix. Also. Ich hol sie einfach mal mit. Falls wir sie dann doch mal brauchen, dann
Haben wir. Nehmen einfach alles mit, was wir haben, oder? Wir wollen das jetzt so machen, dass keiner Verdacht schöpft, dass wir hier mal waren. Ja. Und dass wir hier immer noch sind. Oh. Weit sind wir ja nicht weg, ne? Nee. Aber trotzdem, ja, deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ironisch gemeint war, aber. Ja. Na gut, nee, wir sind ja wirklich nicht weit weg, von daher müssen wir echt aufpassen, vielleicht. Nee, ich meine, weit von der Basis oben, die oben stand. Darum geht's ja jetzt. Ach so. Hier. Das da rein, bitte lass es alles passen, das passt natürlich alles. Ja, rein mit dem Stencil. Potato her, da rein. Alles weg. Sollen wir vielleicht am besten schon mal irgendwie in irgendeiner gesonderten Truhe, wobei, warum ist da wieder jetzt, warum ist da wieder so viel Müll drin? Haben wir noch irgendwo geschmolzenes Eisen? Okay, ich guck mal gerade. Wir haben schon zwei Miniatur-Waldhaus. Am besten sollten wir die Äpfel gesondert machen, suchen, damit wir die, wie heißen die Dinger nochmal, die Crystallized Apples oder wie auch immer das machen können. So, sollen wir die Kisten dann schon mal hier hin verlagern? Einfach. Soll ich mal jedem von euch so eine Desert Eagle machen gerade? Ja. Wenn du magst. Oh. Sind da drüben noch Kisten? Kisten! Stehe alles noch. Vor allem das Feld, das ist. Oh, diese. Oh nein, das kann ich nicht machen. Huch. Ich höre von bis hierhin höre ich die Waffen. Ja. Bin ich am Schießen, aber ich hab grad alle mal nachgeladen. Da mache ich mal die Trophy rein. Ich habe eure beiden Desert Eagles da reingelegt, ne? Und die Munition? Seid ihr auch hier? Ach, der nur. Wie eins, die sind schon nachgeladen. Ja, ja. Wie kann man die nochmal laden? Brauchst du Munition? Kannst du die auch hier mitmachen, mit dieser Modern Weapons Box? Und dann kannst du hier bum bum machen. Siehst du? Bum bum. Wo sind die jetzt? Ich blick hier nicht durch. Hier. Hier? Ach, da. Ups. Da ist auch diese Trophy drin. Hast du mich gerade angeschossen? Nee. Dann du bist Traitor. Ey! Wir sollten vielleicht nicht die Munition verschwenden. Team. Da guck. Hä, warum habe ich jetzt einen Stick im Inventar? Egal, guck, jetzt ist der Essenceberry Busch hier gewachsen und jetzt kann man da Rechtsklick drauf machen, dann bekommt ihr die Essenceberry. Die fresse ich jetzt mal. Zack, gesüßt. Töte ihn. Ich wollte einen Pulverizer machen. Und ich wollte Kisten machen. Dafür brauchen wir Glas. Haben wir Sand? Wir haben keinen Sand. Ich hab 50 Sand. Okay, gut, dann mach mal grad ein bisschen Glas, wenn's geht. Warte, ich mach gleich gerade noch kurz die Kisten fertig. Haben wir Flint irgendwo? Was? Rubberbar? Ja, ich sie aussehen. Ich so, immer hier in dem Ofen ganz links. Häuschen abbauen, dass da nichts mehr steht. Ich brauche unbedingt Flint. So, ich mach am besten mal hier so. So. Kiste. Ich hab hier zwei Flint in der Kiste im alten Haus. Ja, genau, mehr brauche ich auch nicht. Dann nehme ich dir die mit. Das ist alles. Okay, was brauchen wir noch? Hopper und diese Redstone Reception Coil, dafür brauchen wir ein Gold Ingot und zwei Redstone. Okay, vielleicht noch bezahlbar, würde ich sagen. Wir brauchen Holz. Dann den Piston, da muss ich jetzt einfach wissen, wie das ging. Ich muss es einfach noch wissen. Das war ein Redstone, ein Eisen. Holz und Cobblestone, oder? Benny wieder mega produktiv hier heute. Ich versuch's.
So. Er versuchte produktiv zu sein. So? Ja, lass ihn. Wer hat die Tür offen gelassen? Denn du, der ist als letztes raus. Nee, gar nicht wahr. Simon war's. Okay, gut, das ist natürlich, das ist ein Argument. Aber denkt bitte immer dran, die Füße an der Fußmatte abzuputzen. Ne? Okay, ich werde dran denken. Keine Sorgen, wir brauchen mehr Eis. Das heißt, ich muss noch Eis schmelzen. Ich habe noch 22 im Inventar im Moment. Geschmolzen, dann macht das nicht. Nicht im Inventar, nicht geschmolzen, sondern geschmolzen. Nur. Ich hau hier in den oberen. Hier mache ich mal was rein. Brenn am besten nicht zu viel. Warum? Ob bis jetzt kann man. Ja, ich kann gleich einen Pulverizer machen, damit verdoppeln wir das. Ach, den gibt's ja auch, oder wie? Ja. Deshalb brauche ich ja das ganze Zeug. Denn nur. Gib mir mal grad das Flint, bitte. Die Flint. Flint. Die. Deine, wie soll ich sagen? Was hast du nochmal gemeint? Deine. Meine. Ach, egal, hier. Ich mache jetzt hier zwei Blöcke weiter. Ich habe Gold gefunden. Symmetrie. Genau, Symmetrie. Genau, so, acquire hardware. So, ich habe gleich einen Pulverizer. Ich bringe mich durch den Busch um. Also bitte. Viel Spaß dabei. Könnte zwar ein bisschen dauern. Du, wie viele Herzen hast du? Ja, dauert schon eine Weile, ja. Machine Frame, das dahin, das dahin. Dahin, die Flint. Okay, wir haben einen Pulverizer. Hey. Muss ich nur noch gucken, wie man dafür die Energie herstellt. Wo sollen wir was den war herstellen? Das? Team. Ein Zombie. Ja. Ein Zombie! Sollen wir die Maschinen alles hinstellen? In einen anderen Raum, habe ich ja gesagt. Da musst du einen Raum für machen. Am besten hier so rein da. Ja, wir machen jetzt mehr Raum als sonst was. Aber... YOLO. Ja, ich heb noch ein bisschen was aus. Gerade. Ich meine, das Auge ist... Okay. Oh Mann, das war mein... Meinst du? Ist es eh alles. Mein. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, lass mich. Ja, nimm es dir einfach. Also. Lass mich dir dabei helfen. Und das geht ja jetzt sogar. Ich hasse PvP. Nein, das war noch ein Bonus. Das wollte ich nicht. PvP ist cool. Moment. Ja, aber ja. Nicht, wenn man mit so Leuten wie euch im. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir, wenn wir wirklich mal gegen. Weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin ausgerutscht! Verdammt! Nee, ich meine. Mist! Tut mir leid, das Finger ist mir vom. Entschuldigung! Jetzt hört mir mal fertig zu. Ich gehe einfach davon aus, dass, wenn wir mal wirklich in einer PvP-Situation sind, dann steht ihr, warum auch immer, mir gegenüber und schießt mit Raketenwerfer und werft mit C4 nach mir. Und. Die anderen stehen dann, also hier, sagen wir einfach, wir kämpfen gegen Poppy und die Leute. Ich habe keine Munition mehr. Die schießen dann in der Zeit auch auf mich und sobald ich tot bin, auf euch. Ich habe keine Munition mehr. Wer ist auf Teamplay, Junge? Nein, du solltest einfach... Nur so ein Durchbruch, das sollte nur so ein Anfangsraum sein. Benni, kannst du mir nochmal Munition machen, bitte? Das ist nicht Spaß, schwierig, das ist wirklich nicht schwierig. Das schaffst du, glaub, auch noch gerade so. Wie muss man das machen? Also, seine Waffe da reinlegen? Nee. Du musst gucken, wo die Desert Eagle ist. Du hast, also die normale Desert Eagle. Dann musst du halt hier. Ja, wie kann ich denn da durchgucken? Unten drunter ist das Rezept für die Munition von der Desert Eagle. Wie kann ich denn da durchgucken durch den Weapon-Block? Ja, unten ist so ein kleines Pfeilchen. Achso. Und du musst eben das Zeug, das du dafür brauchst, also um das eben zu bauen, im Inventar haben. Dann kann ich mir das theoretisch einfach rausholen, ne? Genau. Achso, doch, ja, wenn du das Zeug im Inventar hast, kannst du es einfach rausholen. Was? Aber verschwendet, wenn es geht, nicht so viel vom Gunpowder, weil davon haben wir echt nicht viel. Ah, ich hab's gerade gemerkt. Entschuldigung! Hat noch jemand Holz? Da oben drin. Wo ist das ganze Holz hin? Ich hab's verbaut. Was? Achso, oh, Kisten, okay. Ich mach am besten noch Eukalyptus. Ich mach das ganze schöne Holz, was Benny gefunden hat. Haben wir noch? Hast du mein Eukalyptus-Wood verbraucht? Ja, hab ich. Also bitte, ich bin gerade am Craften.
Mein Eukalyptus-Wort. Das schöne Holz. Er hat es verschmutzt. Ich habe es für einen guten. Hat es besudelt, entweiht. Ich habe es für einen guten Zweck geopfert, also ich möchte stark bitten. Hat eigentlich jemand noch außer mir auf die Ohren geguckt? Nein, haben wir nicht. Also ich glaube, wir haben noch 5 Minuten. Nur so zwei. Glaub's. Ich gehe davon aus. Ach. Ja, okay, Wer hätte die Wand weggemacht? Was? Nee, ich guck jetzt mal grad, wie man hier so eine M. Och, denn nur war wieder Farm, ey. Nee. doch. Kommt man an Ey, das sind. Ohne Witz, an der Tür sind gerade Zombies, glaube ich, oder? War. Also die Tür hat uns doch was gebracht. Ist das doch nicht so. Ist doch so, die war doch nicht so schwachsinnig. Arithmetic, Compression, verdammt, geht nicht. Reactant. Pulverizer. Generates energy, requires fluids. Wie kann man da eigentlich dann Dingens reinmachen? Erze oder wie funktioniert das? Ja, das ist noch Holz. Holz. Kommt in. Ich glaube, wir haben genug Kisten, oder? Oder reicht das? Hier. Sind schon wieder. Und ein Silber. Komische Menschen. Für die Staubsaugervertreter immer. Denn du, ich glaube, ihr sollt das wirklich echt nicht so verschwinden. Doch. Meine, wir haben jetzt ein schönes. Nein. Ah. Oh. Wir haben jetzt ein Magazin voll mit, damit verschwendet. Nee, ich hab noch einen Schuss, also verschwendet. Verschwendet, also. Kann ich nicht verstehen, wie du das jetzt meinst. Nicht mit mir. Hier ist anders als mit Vieh ist anscheinend. Was muss man dann machen dafür? Die. Oh. Noch ein Staubsaugervertreter. Lasst euch mal was Neues einfallen hier. Staubsauger, Menschen. Brauchst du noch ein Eisen? Ein Eisen. Hier ist noch Eisen. Gut. Oh, Also in die Kiste, da kommt einfach Koppel rein. Koppel. Ich mach jetzt meinen auf Sortieren. Oh mein Gott. Silber. Haben wir schon Silber irgendwo? Oh, wir haben sogar tatsächlich Silber. Ja. Hättest du das nicht erwartet? Ist eigentlich ist die andere Base jetzt eigentlich abgebaut? Oder? Ja, hab ich. Sollen wir vielleicht eben noch schnell ins Bett gehen? Sofort, okay, ich muss gerade noch. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Creeper. Ich habe gerade nur so die Füße gesehen. So ganz Marble. Klein wenig. Ich habe Marble Cobblestone gefunden. Fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Vor allem machen sie gerade die Tür kaputt schon wieder. Okay, wir haben jetzt ein Steam Dynamo. Mach die Tür nicht kaputt, du Blödi. Tür bringt's echt, Alter, das hätte ich nicht gedacht. Da ist ein Creeper in unserer. Nein! Hört er ihn? Ach, nicht. Das ist Dendur. Ach, Dendur, du Vollidiot. Alter. Ich will in die Mitte. Wie immer. Jeder hat sein Bett. Lass doch einfach jeden in sein Bett. Ich mag's aber in der Mitte, das ist immer so warm. Ich muss nichts dazu sagen. So, wie geht das jetzt mit dem Pulverizer? Ich möchte Eisen schmelzen. So, Koppel. Jetzt müsste man rein theoretisch einfach nur Wasser holen. Haben wir Eimer? Nee, die Kisten. Da ist ein Eimer. Ich brauche noch ein Eisen für einen. Ah, nee, ich habe noch 3 Eisen. Hier gerade mal ein bisschen unendliche Wasserquelle machen und so. Ich fange schon mal an hier. Endo, was machst du da? So, ich habe Wasser, dann können wir da unten das Ding zum Laufen bringen. Rein theoretisch. Und in der. Ich wollte. In der Box. Erze. Oh. Erze. Da, immerhin. Das sind die ganzen Erze. Hier sind die Erze. Oha, haben wir viel. Hey, wie bekommt man da Wasser rein? So? Es stand doch, dass
Achso, jetzt verstehe ich. Oh. Ja. Jetzt. Ich hab das auf das falsche gerechnet, geklickt, das war ja. So, das Steam-Dynamo wäre dann voll, dann könnte man hier den Dynamo Kohle reinmachen. Und dann müsste das funktionieren. Was zum. Hier. Hier, ich bin schon am Sortieren. Ja, das scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, das Ganze erforschen wir in der nächsten so, jetzt Folge. Kannst, jetzt kannst du hier, hier pulverisen, was du willst. Okay, gut. Okay, aber ich würde sagen, wir pulverisen dann in der nächsten Folge. Jo. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir dann da. Wenn nicht, Kritik. Immer gern gesehen und was? Hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.